Ja, ich habe hier ein schönes Bild der Stadt Tübingen. Und die Stadt Tübingen ist gemalt worden von vielen, vielen Malern, aber nicht von Van Gogh. Van Gogh ist der, der diese schönen Bilder malt. Das ist Sternenhimmel von Van Gogh. Sehr bekannter Maler. Und Van Gogh hat aber Tübingen nicht gemalt. Schade eigentlich, haben sich die Tübinger Forscher gesagt und haben gesagt, wir geben jetzt mal einer KI ganz viele Bilder von Van Gogh, solche, und dann geben wir ihr ein paar schöne Ansichten der Stadt Tübingen, so wie das Van Gogh gesehen hätte, wenn er sich da hingestellt hätte, mit seiner Staffelei damals, und dann kommt sowas da raus. Wenn ihr das vergleicht, also hier, man sieht genau, es ist dieses Bild, der Kirchturm ist zu sehen, der Baum auf der linken Seite ist zu sehen, und wenn man das jetzt einem Laien geben würde als Druck, dann würde er sagen, ja toll, dass Van Gogh auch Tübingen gemalt hat. Ja, also das ist wirklich inzwischen sehr, sehr gut. Und die können auch quasi jeden beliebigen anderen Maler reinnehmen, wenn es genügend Bilder von dem gibt und können jedes beliebige Foto im Stile von diesem Maler malen lassen. Und jetzt kürzlich kam eine Veröffentlichung, dass ein amerikanischer 18-jähriger Jungstudent eine KI gebaut hat, die frei Landschaften malt. Die hat 5000 Landschaftsbilder bekommen und macht jetzt Paintings von Landschaften. Nicht alle von denen sind ganz toll, aber einige sind extraordinary. Und man würde jetzt, wenn man die auswählt, würde man sagen, wow, da ist ein ganz toller neuer Künstler aus USA, den nur keiner kennt. Aber der Künstler ist kein Mensch, sondern ist eine Maschine.